Unser Thema ist Gleichungen, Ungleichungen und binomische Formeln. Ich hatte schon im Vorfeld was vorbereitet. Und zwar, wenn ich an das Thema Gleichungen so rangehe, dass ich sage, Gleichungen bedeutet, ist gleich. Also auf der einen Seite steht etwas, auf der anderen Seite steht etwas. Und ich vergleiche das mit einer Balkenwaage, also ein Waagebalken und zwei Waagschalen daran aufgehängt. Dann bedeutet, ist gleich, Gleichstand, dass ich auf beiden Seiten das Gleiche darin haben muss. Entweder nichts oder eins oder zwei. Tue ich etwas dazu, muss ich es auf beiden Seiten tun. Sonst würde mir die Balkenwaage nicht den Gleichstand anzeigen. Nehme ich den ganzen Inhalt, der schon drin ist, mal drei, muss ich es auf der anderen Seite auch tun. Ziehe ich was ab, also nehme ich was heraus, dann ist es auch so. Erinnern wir uns an die erste oder zweite Klasse. Damals hießen Matheaufgaben mit Kästchen. Da malte man Kästchen. Plus 3 ist gleich 7 und das mathematische Verfahren, was dahinter steckt, ist, und das gibt es wirklich mathematisch gesehen, erraten. Wenn wir also eine Lösung erraten, dann können wir durchaus richtig liegen. Und die Begründung dafür, dass dann hier eine 4 reinkam, heißt dann nichts anderes als, wir machen eine Probe. Wir probieren, ob das stimmt, ob dann, wenn hier eine 4 reinkommt, 4 plus 3 wirklich 7 ist, und wenn es so ist, dann war das richtig. Später haben wir dann das Kästchen durch Buchstaben ersetzt. Und zwar nimmt man im Allgemeinen gerne ein X, man kann aber auch ein A oder T oder M oder B oder sonst was dafür einfügen. Aber X, weil es keine Maßeinheit ist, also X Quadrat heißt ja nicht Quadratmeter, da nimmt man lieber M hoch 2. Deswegen hat man wahrscheinlich das X und das Y und das Z als gängige Variablen für solche Gleichungen gewählt. Aber wie gesagt, die können auch ganz anders heißen. Unser Ziel ist aber, letzten Endes auf irgendeine Art, entweder durch Erraten und wenn das dann später nicht mehr geht, herauszubekommen, wie viel ist denn x? Also es sollte zum Schluss dastehen, x ist gleich und dann kommt das Ergebnis. Das macht man, und da müssen wir was Neues einführen, ihr kennt das aber schon, wir führen den sogenannten Regiestrich, das ist ein senkrechter Strich, der ist nicht schräg nach irgendeiner Richtung, sondern das ist ein senkrechter Strich. Ein Regiestrich, eine Anweisung, was auf der nächsten Zeile passieren wird. Das heißt, wir verändern um Gottes Willen hier nichts in der Formel, die da steht, sondern wir schreiben uns hin, was wir in der nächsten Zeile tun werden. So, jetzt ist die oberste Frage beim Gleichunglösen einfach zu fragen, wenn x alleine stehen soll, was stört? Was stört? Und da dürfen wir nicht zimperlich sein, da müssen wir wirklich alles betrachten, was stört. Und zwar, es stört das Gesamte, plus 3. Wer heißt nicht x? Plus und 3 heißen beide nicht x. Und der Ausdruck plus 3 im Gegenteil heißt nichts anderes als minus 3. Ich lösche mal die untere Zeile weg, weil ich jetzt lieber mal zur Erklärung noch eine Zwischenzeile einführe. Das ist einfacher. Wir sagen also, auf beiden Seiten werde ich minus 3 dazufügen. Das heißt, ich mache das Gegenteil von plus 3, damit sich das aufhebt. Wir schreiben zu Anfang, wenn man noch üben sollte, schreiben wir unsere alte Formel mal hin. X plus 3 ist gleich 7. Und jetzt mache ich das mal, dieses minus 3, was ich mir vorgenommen habe in dieser Zeile, das ist die nächste, zu tun, schreibe ich das einfach mal jetzt in Rot dahinter, damit es besser auffällt. Und dann kommt ein einfacher Schritt, wir fassen einfach wieder zusammen. Das X wird von der konkreten Zahl 3 und minus 3 nicht berührt, aber wir wissen, dieses, das beides, ist 0. Und eine 0 müssen wir nicht mehr hinschreiben. Wir müssen also nicht hinschreiben x plus 0, sondern x steht schon alleine. Aber 7 minus 3 kann man zusammenfassen, das heißt also x ist 4. Das kann man für allerlei Formeln machen, für allerlei Ausdrücke. Wir können es auch mal ausprobieren, ob das klappt mit x durch 5 soll 6 sein. Naja, gut, man könnte erraten und sagen, 30 durch 5 ist 6, aber Regiestrich dazu. Jetzt, was stört? Wer heißt hier nicht x? Durch 5, also das Gegenteil von durch 5 ist mal 5. Das machen wir auf beiden Seiten. Wir schreiben also die alte Gleichung nochmal ab. Ist gleich 6. Und jetzt, ich zeige es nochmal in Rot, also dieses mal 5 wollten wir auf beiden Seiten tun. Ein mal gehört oben auf den Bruchstrich, ein geteilt durch gehört unter den Bruchstrich. Und da ich hier keinen Bruchstrich habe, ich könnte mir aber einen denken, Eintel, könnte ich mir denken, muss ich aber nicht. Das heißt also, in diesem Fall ist es ganz einfach. Jetzt kann ich kürzen. Ich mache es wieder in blau. Und wenn ich kürze, 5 durch 5 ist 1, 5 durch 5 ist 1, bleibt mein x alleine stehen. Nein, ich werde das mal noch hinquetschen. Und x ist demzufolge 6 mal 5, zusammengefasst ist 30.
Jetzt kann ich hier nicht doppelt unterstreichen. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Nächste Seite, nochmal zum Thema durch. Es steht da, x mal 7 ist gleich 2. Jetzt könnte jeder denken, na nu, was? Jetzt lässt sich schwer erraten. Ne? Jetzt nehmen wir unser Verfahren wieder. Wir lösen die Gleichung. Wir sagen Regiestrich. Wer heißt hier nicht x? Ganz einfach, mal 7 heißt nicht x. Das Gegenteil ist durch 7. Das schreibt man in diesem Fall, ich sage gerne immer in der erste, zweite Klasse oder Babyschreibweise noch mit Doppelpunkt. Wir kommen gleich zur Profischreibweise. Nochmal abgeschrieben, x mal 7 ist gleich 2 und jetzt ausgeführt durch 7 und durch 7 und das hier, das meine ich mit Profischreibweise. Das heißt, wir schreiben durch 7 als Bruchstrich 7 und das geht wesentlich leichter, denn wir sind jetzt nämlich schon fertig. Wir brauchen jetzt wieder bloß zu kürzen und zu sagen, aha, die 7 durch 7 ist 1, 7 durch 7 ist 1. X mal 1 durch 1, das lässt man dann weg. Etwas mal 1 bleibt so, wie es ist. Und sauber abgeschrieben heißt das 2 Siebtel. Jetzt kann ich doppelt unterstreichen und fertig. Was hat man noch nicht? X plus 4 ist gleich minus 19. Machen wir das so. Der typische Fall, was stört? Plus 4 stört, Gegenteil ist minus 4. X plus 4 abgeschrieben ist gleich minus 19, letztmalig in Rot, minus 4 auf beiden Seiten, minus 4, wunderbar. Jetzt gucken wir wieder auf die linke Seite, jawohl, das hat geklappt, plus 4 und minus 4 heben sich auf, x steht alleine und minus 19 minus 4 ist minus 23. Warum? Jetzt sind wir schon wieder bei rationalen Zahlen. In diesem Fall bei ganzen Zahlen, die negativ sind. Man kann sich das wie folgt vorstellen, es ist furchtbar kalt draußen. Und zwar, ich versuche mal einen Thermometer zu malen, hier sind 0 Grad Celsius, wir haben also ein Thermometer, das ist typisch für Alaska, wir brauchen das also gar nicht im Plusbereich. Und es sind, hier ist minus 20 Grad Celsius, wohlgemerkt, es sind minus 19 Grad, ich mache das mal wieder in anderer Farbe. Also das Thermometer zeigt hier bis minus 19 Grad, also bis hierher, minus 19 Grad Celsius. Und man kann sich so vorstellen, jetzt sinkt die Temperatur um weitere 4 Grad ab. Also minus 4 heißt absinken. Minus 4 Grad geht es nach unten, demzufolge landen wir hier auf der Marke minus 23 Grad Celsius. So kann man sich das vorstellen. Andere rechnen es gerne mit Schulden und sagen, ich habe schon 19 Euro Schulden und ich muss noch weitere 4 Euro Schulden machen, habe ich insgesamt minus 23 Euro Schulden. Das bis dahin. Was machen wir aber in folgendem Fall? Folgender Fall passiert, es steht folgende Gleichung geschrieben, 2x, ja ich nehme das mal als Themenkomplex 2, damit ihr später leichter nachschauen könnt, 2x plus 3 ist gleich 7. Ja, 2x plus 3 ist gleich 7 bedeutet nichts anderes als, wir müssen uns was einfallen lassen. Es stört ja blöderweise mal 2, ob x mal 2 oder 2 mal x ist egal. Wir können ja die Faktoren vertauschen. 3 mal 4 ist 12, 4 mal 3 ist 12, 2 mal 7 ist 14, 7 mal 2 ist 14. Das ist ganz egal. Also es stört mal 2. Und dieses Mal, das habe ich jetzt nochmal extra reingemalt, das lässt man gerne als Mathematiker weg. Man sagt also 2x, so wie im natürlichen Leben auch, ich sage nicht 2 mal Apfel, sondern 2 Äpfel. Hier gibt es eine Vorgehensweise. Normalerweise lösen wir ja irgendwelche Terme immer so aus, dass wir zuerst die Klammer, dann die Punktrechnung beachten und dann erst die Strichrechnung uns vornehmen. Aber hier beim Gleichunglösen sage ich immer gerne Klaps rückwärts. Das ist beim Gleichunglösen so. Das erspart uns eine Menge Arbeit. Wir könnten es auch trotzdem andersrum machen, aber warum schwerer, wenn es einfach auch geht. Das heißt, wir müssen uns jetzt zuerst um die Strichrechnung kümmern. Das heißt, zuerst stört uns plus 3. Ich lasse jetzt mal, Moment mal, ich lasse jetzt mal diese zwischengeschriebene Zeile, also hier diese oder diese, wo ich die Gleichung nochmal abschreibe, die lasse ich weg, weil mein Ziel ist, x alleine zu bekommen und wenn ich minus 4 abziehe, weiß ich, dass dann nichts mehr dasteht. Das machen wir jetzt nochmal so. Also, die Zwischenzeile weggelassen, ich nehme mir vor minus 3, dann heißt das 2x steht alleine, ne? Plus 3 minus 3 hat sich aufgehoben und, und 7 und minus 3 fasse ich zusammen als 4. Jetzt ist es leicht, ich kann durch 2 teilen, nochmal zur Erinnerung, hier steht ein stilles Mal. Ne? Ein stilles Mal. Jetzt teile ich durch 2, damit sich hier 2, steht über dem Bruchstrich, durch 2 die 2 hinwegkürzen. Und ich habe hier 4 durch 2 ist 2. Klaps rückwärts ist
letzten Endes die Möglichkeit. Anderes Beispiel, nehmen wir mal an, es heißt x durch 4 plus 3 ist gleich 7. Ich habe es heute mit der 7. Jetzt wieder zu Anfang die Strichrechnung. Minus 3 ist der erste Schritt. X Viertel bleibt dastehen. Ich kann sagen, x durch 4 oder x Viertel, das ist dasselbe. 7 minus 3 ist 4. Und jetzt stört mich durch 4. Also mal 4 ist das Gegenteil von durch 4. X steht demzufolge alleine und 4 mal 4 ist 16. Ich glaube, in diesem Fall ist das Ergebnis, also hier, ist das Erraten solcher Gleichungen nicht so leicht möglich. Bei solchen Gleichungen lässt sich es wahrscheinlich nicht so leicht erraten. Solche Gleichungen erfordern dann schon unsere Geheimwaffe Gleichung lösen mit Regiestrich. Da gibt es jetzt verschiedene andere Varianten, aber ich komme mal gleich zum Typ 3, denn dieses Video soll eigentlich nur der Wiederholung dienen. Anderes Thema, nicht anderes Thema, anderes Unterthema. Was passiert, wenn Folgendes dasteht? Es steht da, 3x plus 2 soll gleich 4x sein. Dahinter könnte folgender Text stehen. Wenn ich das Dreifache einer Zahl um 2 erhöhe, erhalte ich das Vierfache der Zahl. Das kann man bestimmt erraten, ja. Aber mit unserer Methode des Gleichunglösens geht das ziemlich leicht. Jetzt muss ich gucken, erster Schritt. Also erstens ist dabei nachgucken, wo sind mehr x'e? Und da lasse ich sie. Wo sind mehr x? Wenn ich sie gefunden habe, da lassen, wo sie sind. Wir gucken, wo sind mehr x'e? Hier, eindeutig. Also lasse ich die x'e in Ruhe und nehme hier diese 3x'e weg. Die 3x'e wegzunehmen heißt, 3 Äpfel wegzunehmen. Wie nimmt man 3 Äpfel weg? Indem man sagt, minus 3 Äpfel. Also minus 3x. Dann steht in der nächsten Zeile hier bloß noch 2 und hier steht 4x minus 3x. 4 Unbekannte minus 3 Unbekannte ist eine Unbekannte. Da schreibt man diese 1 nicht mit. Und demzufolge haben wir die Gleichung gelöst. Wir sind schon fertig. Vorsichtig. Es könnte aber heißen, minus, ich mache das extra dick, 3x plus 2 ist x. Wenn ich jetzt gucke, wo sind mehr x'e? Dann sieht das so aus, als wenn hier mehr x'e wären. Dem Betrag nach, Betrag heißt, wie viel an Zahl da steht, nicht das Vorzeichen. Dem Betrag nach sind hier zwar mehr, aber das sind Schulden-x'e oder negative x'e. Und weiter rechts auf dem Zahlenstrahl, wir erinnern uns, wenn hier die 0 ist, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, wäre die minus 3 hier angelagert, also weiter links, also viel weniger und ein x wäre hier. Gut, kurz gelöscht. Jetzt muss ich gucken und sagen, na, dann lasse ich die mehreren x hier und sage, die Gleichung löse ich so, indem ich minus 3x wegbringe, das Gegenteil davon ist plus 3x. Plus 3x, das heißt hier die 2 steht wieder alleine. X, also ein x schon vorhanden ist und 3x dazu sind 4x. Jetzt muss ich noch durch 4 teilen. Wir erinnern uns, hier steht ein stilles Mal. Und 2 durch 4 ist gleich x. Aber das ist nicht schön, sondern wir sollten uns das immer einfach machen beim Ergebnis. Das heißt, 1/2 ist gleich x. So wäre es richtig. Ich komme dann später dazu, wie man derlei Zahlen auch anders ausdrückt und die ganz schnell ausrechnen kann. Noch ein Beispiel dazu. Nehmen wir ein ganz verrücktes. Ach so, ja, noch ein Tipp. Wer sowas üben will, der sollte Folgendes machen. Der sollte einfach wild eine Gleichung sich erstellen und kann die jederzeit immer überprüfen, indem er sagt, ich kann ja mal ausprobieren, ob das stimmt. Das heißt, wenn ich ausprobieren will, ob ich meine selbst erfundene Gleichung richtig gelöst habe, dann setze ich das, was ich für das x, ich mache es mal in diesem Fall mal mit Marker, ist doch schön, ne? Dann setze ich das hier in diese und, Achtung, auch in dieses x ein. Machen wir mal die Probe. Die Probe schreibt man am besten immer rechts daneben und grenzt die so ein bisschen ab, damit man die Übersicht behält in der Mathematik. Das heißt also, ich muss die Gleichung abschreiben und statt des x's mein 1/2 hinschreiben. 3 minus 3 mal, jetzt ist es ratsam, das mal groß zu schreiben, mal 1/2 plus 2 soll genauso sein wie 1/2, ne? Statt des rechten x's habe ich nur 1/2 geschrieben.
minus 3 halbe, ne? 3, hier steht dann ein stilles Eintel. Man multipliziert die Brüche, indem man die Zähler und die Nenner einzeln multipliziert. Minus 3 halbe plus. Man sollte, wenn man, hier ist es noch übersichtlich, aber wenn man nicht weiß, wie man die Zahlen zusammenbringt, sollte man immer den gleichen Nenner bilden. Hier steht auch ein stilles Einschen. Wenn ich daraus halbe mache, dann muss ich also 4 halbe daraus machen aus den 2. Ne? Jedes Ganze hat 2 halbe. 2 Ganze habe ich, also 4 halbe. Und das soll 1 halb sein. Man schreibt direkt die Gleichung so ab und fragt sich immer, habe ich richtig gerechnet? Hätte ich nicht richtig gerechnet, muss ich zum Schluss ein Ungleichheitszeichen machen und dann wäre meine Gleichung nicht gelöst. Aber wir kontrollieren das nochmal und sagen, na mal sehen, ob das stimmt. Minus 3 halbe und 4 halbe, ich komme also von minus 3 Grad und gehe auf 4 Grad, gehe um 4 Grad nach oben, dann lande ich bei einem halben Grad, also 1 halb gleich 1 halb. Ich habe richtig das x ermittelt und kann damit beruhigt schlafen. Nicht im Unterricht. Das heißt also, wenn ich mir eine Gleichung erfinde, dann kann ich mir die wild erfinden und ich zeige nochmal einen Tipp zum Gleichungen erfinden. Gleichungen erfinden. Um zum Beispiel in Partnerarbeit dem anderen mal das Leben so ein bisschen schwer zu machen. Ich sage einfach, ich gehe mal umgekehrt vor und sage, ich nehme vor, x soll 1 sein. Und jetzt mache ich das gleiche mit dem Regiestrich und mache mir die ganze Sache auf beiden Seiten schwerer. Ich nehme mal beide Seiten mal 3, dann habe ich 3x gleich 3. Dann ziehe ich auf beiden Seiten 5 ab. Und schon hätte ich 3x minus 5. Die 3x, da kann ich nicht 5 selber abziehen, da muss ich das so hinschreiben. Und 3 minus 5 ist minus 2. Ach, wenn mir noch irgendwas einfällt, dann könnte ich ja jetzt noch allerlei Rechenoperationen machen. Ja, ich nehme den ganzen Kram noch auf beiden Seiten durch 7. Oder? Nö. Nee, durch 10. 10 ist schicker, dann kann ich mir nämlich die 5 hier noch ein bisschen kaputt machen. 3x minus 5 und das alles durch 10 ist dann minus 2 durch 10. Und damit ich es mir jetzt wirklich schwerer mache, schreibe ich 3x durch 10. Ich splitte also diesen Bruch auf, hier, in diesen und diesen. Ich splitte den Bruch auf und sage, das ist 3x Zehntel minus 5 Zehntel. Das kann ich aber schon im Kopf kürzen. Ja, nicht hier drin kürzen, Summen kürzen sind die Dummen. Dann würde ich mir die 10 kaputt machen, dann stimmt das nicht mehr. Sondern vereinzeln und dann kann man kürzen. Das wäre also minus 1 halb. Und das ist minus 1 Fünftel. Na, und jetzt sieht so eine Gleichung noch ganz schick aus. Jetzt kann ich diese Gleichung jemandem geben und kann sagen, dann löst die mal. Aber wie gesagt, Gleichungen erfinden geht so. Wenn ich aber mal keine Gleichung erfinde, sondern einfach sage, na und, jetzt mache ich das so, 7x plus 3 ist gleich 5x minus 15. Dann kann ich mir so eine Gleichung ganz genauso lösen, auch wenn dabei ein Bruch herauskommt, ich kann dann entsprechend durch Einsetzen das immer wieder hinbekommen. Gibt es dazu gerade Fragen? Wenn ja, dann mache ich einen kleinen Moment. Momento. Es kam der Wunsch, die linke Gleichung nochmal auszurechnen. Ja, das mache ich gleich auf der nächsten Seite. Das kann jeder selber üben, also das wäre nicht das Problem. Die Gleichung mal ausrechnen, mal sehen, wie das geht. 3x Zehntel minus 1 halb soll sein minus 1 Fünftel. Wenn ich es noch richtig böse machen will, dann sage ich nicht minus 1 Fünftel, sondern minus 0,2. Dann sieht das noch hässlicher aus. Machen wir das gleich mal. Denn da lassen sich viele Dinge dran erklären. Minus 0,2. Nehmen wir mal an, ich weiß von dem oberen nichts. Also. Jo, jetzt geht das übliche Verfahren los. Ich muss sagen, was stört zuerst? Vorsichtig, hier habe ich Punktrechnungen dabei. Und das hier ist eigentlich ein geteilt durch. Das ist auch eine Punktrechnung. Diesen Term hier vorne, den lasse ich in Ruhe. Ich kümmere mich zuerst um die Strichrechnung. Minus 1 halb, das Gegenteil ist plus 1 halb. Naja gut, jetzt habe ich aber hier ein kleines Problem, ich habe hier minus 0,2 stehen. Es gibt zwei Wege, entweder ich sage, ich mache hieraus minus 2 Zehntel. Minus 2 Zehntel, warum? Ich habe nur eine Kommastelle, das heißt, das Minus kann ich sowieso abschreiben. Es lohnt sich übrigens, so ein Minus immer schön dick zu machen und schön auf Sauberkeit zu achten, weil man sonst ganz schnell
mal ein Minus vergisst und durcheinander kommt. Entweder ich sage minus 2 Zehntel oder ich mache aus dem 1/2 0,5. Wie jetzt jeder rechnet, ist vollkommen egal. Ich werde da noch genug auf Beispiele kommen. Gut, also wir wollten auf jeder Seite 1/2 addieren. Also schreiben wir hier 1/2 dazu. Und hier bleibt ja übrig 3x Zehntel. Man kann an 3 und 10 kann man nichts herumkürzen, das muss so stehen bleiben. Es ist durchaus erlaubt, hier etwas drin rumzustreichen. Das heißt, ich kann hier kürzen, ich kann aber auch hier erweitern. Wahrscheinlich lohnt es sich hier zu erweitern, das wäre dann hier 5 Zehntel. Und jetzt kann ich auf der nächsten Zeile das schon schön zusammengefasst darstellen. Ich habe hier minus 2 Zehntel plus 5 Zehntel sind 3 Zehntel. Und hier habe ich 3x durch 10. Wie kriege ich jetzt auf einen Schlag alles weg? Entweder ich mache es auf die Tippeltabeltour und sage, ich muss sowieso mal 10 nehmen, denn zuerst stört mich immer so ein Bruchstrich. Also mich persönlich, manchmal mag es egal sein, er schreibt gerne Brüche. Dann nehme ich doch alles mal 10. Und wenn ich sowieso durch 3 teilen muss, kann ich auch gleich noch durch 3 teilen. Wenn die 10 weg ist, steht nämlich hier noch 3 mal x mal 3, stört mich auch noch. Und hier kann ich auf einen Schlag alles wegbringen, denn jetzt mache ich mal die Zwischenzeile nochmal. Ich schreibe also ab, 3x Zehntel ist gleich 3 Zehntel. Und jetzt mache ich dieses in Rot, das hier, mal 10 Drittel. Und man sieht, aha, jetzt ist der Vorteil, mir geht es um die linke Seite, der Vorteil ist, ich habe auf einen Schlag beide störende Ziffern weggebracht, das heißt, mein x steht alleine. Und ich habe hier drüben, kann ich das gleiche kürzen. Zufälligerweise ist das ja so, aber wir hatten uns ja vorgenommen, es sollte ja 1 rauskommen, das hier, das sollte ja rauskommen. Und siehe da, das geht. Auch hier durch Kürzen, 1 mal 1 ist 1, durch 1, 1 Eintel lohnt sich nicht hinzuschreiben, man schreibt gleich 1. Das geht. Soll ich kurz Pause machen? Noch Fragen? Kann ich weitermachen? Okay. Gut, ein anderer Typ von Gleichungen ist, wenn da steht, das wäre der vierte, na Typ sollte man vielleicht gar nicht dazu sagen, aber es könnte ja durchaus dastehen, dass da steht x Zehntel, was hatte ich mir vorgenommen, plus 0,2x, naja gut, und das soll 3 sein. Was macht man da? Entweder man wandelt die x Zehntel in Fünftel um, oder man macht hier draußen Bruch. Oder man macht einen Bruch und macht hier draußen eine Kommazahl. Es muss irgendwie zusammenpassen. Ich könnte, erste Variante. Ich mache hier draus 0,1x. Ne? Ein Zehntel ist gleich 0,1. Woran sieht man es? Die 10 hat nur eine 0. Also mache ich hier 0,1 draus. 0,1x plus 0,2x ist gleich 3. Geht wunderbar. Zusammengefasst 0,3x. Das Gesamte, 0,1 plus 0,2. Und dann, jetzt kommen wir zu einer weiteren, zum weiteren Thema. Das heißt, jetzt stört ja mal 0,3. Das stört also durch 0,3 teilen. Und jetzt gibt es immer die großen Unsicherheiten. Wie teile ich durch eine Kommazahl? Ich zeige gleich, dass es ganz einfach ist. X steht alleine und ich schreibe das mal als Bruch. Dann wird es relativ schnell klar, was passiert. Eine Kommazahl in einem Bruch ist sowieso nicht schön. Das ist eklig, das macht man nicht. Wie kommt man von dieser Kommazahl weg? Man erweitert mit 10. Erweitern heißt aber, ich muss das oben und unten machen. Das heißt also, hier stünden 30 und hier unten stünde 3. Und 30 durch 3 ist 10. Das ist die eine Variante. Jetzt rechts die andere. Ich wandle um. Und zwar lasse ich diesmal die Brüche stehen. Ich nehme x Zehntel. Und ich schreibe statt 0,2 2 Zehntel x. Das x kann ich entweder dahinter schreiben oder ich kann das x auch genauso gut oben auf dem Bruchstrich schreiben. Denn es heißt ja mal x. Soll 3 sein. Na und jetzt passt es sehr schön zusammen. Ich habe hier beide gleiche Nenner, die heißen beide 10. X und 2x sind 3. X Zehntel ist gleich 3. Wem das besser gefällt, der mag es so machen, wem das andere besser gefällt, mir soll es egal sein. Und jetzt zurück zu der anderen Aufgabe.
Da ging das ja ganz schnell, indem ich sage, mich stört hier die 10, die hier, die stört mich, nehme ich mal 10. Mich stört auch die 3 und ich muss durch 3 dividieren und das mache ich hier auf einen Schlag. Mal 10, Regiestrich, auf der nächsten Zeile passiert es, mal 10 durch 3. Dann habe ich hier x sofort alleine stehen und 3 durch 3 ist 1, mal 10 ist 10. Oh, wir haben das Gleiche herausbekommen, also muss wohl jeder Weg gleich gut sein. Soll ich kurz Pause machen? Geht weiter? Gut. Nächster Typ von, Untertyp von Gleichungen ist, was passiert, wenn, wenn lauter Brüche in der Gleichung sind? Na, Brüche kann man eigentlich nur zusammenfassen und vergleichen, wenn die Brüche den gleichen Namen haben. Aber nehmen wir mal an, es steht da x halbe plus x Drittel minus 20 und das soll 5x sein. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder ich mache diese beiden x halbe, x Drittel gleichnamig oder ich sage mir, ich multipliziere die gesamte Gleichung und das zeige ich mal, auf einen Schlag mit einer Zahl, wo ich später kürzen kann. Ich mache das jetzt mal mit Regiestrich, ansonsten zeige ich dann gleich mal ohne Regiestrich, wie es auch geht. Und zwar, damit ich kürzen kann, nehme ich eine Zahl, die beide Nenner enthält, also mal 6. Achtung, ich muss das mit jedem Ausdruck tun. Und zwar x mal 6, ich kann auch davor schreiben, die mal 6, durch 2 plus x mal 6 durch 3 minus 20 mal 6, ich schreibe es mal ausführlich hin, ist gleich 5x mal 6. Jetzt habe ich den Vorteil, ich kann kürzen und werde auf einen Schlag die Brüche los. Kürz, kürz. Durch 2 ist 1, 6 durch 2 ist 3. 3 durch 3 ist 1, 6 durch 3 ist 2. Hätte ich beinahe Quatsch gemacht. Das fasse ich zusammen, das sind 120. Und das fasse ich zusammen, das sind 30x. Meine neue Gleichung hieße also 3x plus 2x minus 120 ist gleich 30x. Wenn ich das zusammenfasse, allerdings sehe ich das schon vorher, diese x sind mehr als die beiden, das nehme ich bloß 5 davon. Ich löse das Verfahren jetzt mal noch nicht auf. Mal sehen, ob ich das hinkriege, dann kann ich nämlich mal das Ganze verschieben. Dann haben wir ein bisschen Platz. So, jetzt kommt die zweite Variante. Wenn ich mir diese 6 hier mal 6, wenn ich mir das vorgenommen habe, dann kann ich, wenn ich sauber schreibe, auch Folgendes machen. Ich schreibe nochmal schnell die alte Gleichung hin. X halbe plus x Drittel minus 20 ist gleich 5x. Wenn ich das beim Abschreiben aus dem Buch schon sehe, dann mache ich mir entsprechende Platz dazwischen. Jetzt schreibe ich das mal in Rot dazu, das mal 6. 6 mal, hier passt vielleicht ein bisschen besser dahinter, hier passt es dahinter und hier passt es dahinter. Jetzt komme ich auf das Gleiche. Ich kann dann wieder kürzen und komme dann ruckzuck. Also ich komme dann an diese Stelle, an die hier und ganz schnell zu der Stelle. Ja, ich kann mir einen Haufen Schreiberei ersparen. Jetzt kommt der übliche Verfahrensweg, also wenn ich das noch demonstrieren soll. Wie gesagt, jetzt nochmal. Kürzen heißt beide durch das Gleiche. 2 durch 2 ist 1, 6 durch 2 ist 3. 3 durch 3 ist 1, 6, sprecht intern mit, ist 2 und das fasse ich zusammen. Das ist also minus 120, Achtung, das Minus nicht vergessen, und das ist 30x. Ich habe also diese Zeile hier wieder. So, fassen wir das zusammen, 3 und 2 sind 5x, minus 120 ist gleich 30x. Und jetzt haben wir den gleichen Aufgabentyp wie vorher, es ist relativ leicht. Die 5x nehmen wir weg, minus 5x, dann steht hier minus 120 ist gleich 25x, ne, auf beiden Seiten 5x abgezogen. Ich mache jetzt mal da oben weiter. Es wird ja kurz genug. Der nächste Schritt hieße, ich muss durch 25 teilen. X soll alleine stehen. Und jetzt kommen wir gleich zu einer Besonderheit. Es kann durchaus stehen, Ergebnis ist gleich x. Warum muss immer x ist gleich Ergebnis dastehen? Ich lasse das x ruhig auf der rechten Seite. Hier oben geht es weiter. Also, wenn ich durch 25 teile, habe ich minus 120 geteilt durch 25 ist gleich x. Jetzt kann ich hier, ich kann mich kürzenderweise rantasten. Ich kann erstmal durch 5 teilen. Durch 5 ist 5. Und das durch 5, 120 mal 2 ist 240 durch 10. Das ist so ein alter Rechentrick. Etwas durch 5 teilen heißt mal 2 durch 10, das geht leichter. Dann habe ich 24 Fünftel. Wenn ich jetzt hier eine Kommazahl draus machen will, dann sage ich, ich erweitere das einfach mit 2 und habe 48 Zehntel.
Und 48 Zehntel ist 4,8. Ich habe hier eine 0. Ne? Eine 0 durch 10 teilen 48. Das Minus dürfen wir trotzdem nicht vergessen, ist gleich x, wenn das gefordert ist. Ansonsten lasse ich durchaus 24 Fünftel stehen. Also das ist beides in Ordnung. Aber wenn ich zum Beispiel in den Laden gehe und der Verkäufer sagt, geben Sie mir bitte 24 Fünftel Euro, dann kriege ich vielleicht eine freche Entgegnung auf die Lippen, und bevor ich das mache, sagt der Verkäufer doch lieber, das sind 4,80 Euro zum Beispiel. Ne? Soll ich an dieser Stelle Pause machen? Gibt es Fragen? Sonst gehe ich gerne darauf ein. Gut, machen wir weiter. Jetzt gibt es noch einen Typ von Gleichungen, der lässt sich mittels Erraten relativ leicht lösen, aber erraten müssen wir nicht ständig. Nächste Seite, das wäre dann dieser Typ. Und zwar, es könnte ja dastehen, x mal x plus 7 soll 0 sein. Ach du liebe Zeit, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich mich erinnern und sagen, es wird ein Ausdruck 0 dann, wenn einer der beiden Faktoren, und zwar, ich werde mal die Faktoren, nehmen wir mal das. Das ist ein Faktor und das ist ein anderer Faktor. Das ist ein Faktor, eine unbekannte Zahl, verbunden mit mal einem Klammerausdruck, mit einer Summe. X plus 7 ist eine Summe. Und das soll 0 sein. Und die werden dann 0, wenn einer der beiden Faktoren 0 wird. Wenn ich das mir richtig nehme, dann brauche ich bloß zu Schlussfolgerung und sagen, x01 schreibt man dann. Also eine Lösung, weil hier kriege ich garantiert noch eine zweite raus. x01 ist 0. Probe dafür. Dann hieße der Ausdruck 0 mal 0 plus 7 ist gleich 0. Fragezeichen. Ja, denn 0 plus 7 ist zwar 7, aber 7 mal 0 bleibt 0. Ne? 0 gleich 0. Das lösche ich mal. So, und die zweite Lösung, dann nehmen wir uns einfach diese Gleichung vor und schreiben x02 plus 7 soll 0 sein. Das sieht man schon, dass x02 minus 7 sein muss, aber wenn ich jetzt das mit unserem Gleichungsverfahren mache, dann sieht man es ganz deutlich, x02 0 minus 7 ist minus 7. Hätte ich also die zweite und die erste Lösung. Diese Gleichung hat zwei Lösungen. Ein ähnlicher Aufgabentyp, der kann durchaus aus zwei oder mehr Klammern bestehen. Also könnte es durchaus heißen, x minus 1 mal in Klammern x plus 3. Oder auf beiden Seiten plus, das ist vollkommen egal und das soll 0 sein. Löse ich genauso. Erste Lösung, lässt sich leichter raten, x01 muss 0 sein. 1 sein. Denn 1 minus 1 ist 0. Und hier kann ich auch sofort erraten, wenn nicht, dann muss ich mir den gesamten Klammerausdruck, wie ich das hier gemacht habe, hier, muss ich mir den gesamten Klammerausdruck schnappen und hier sage ich, x02 ist gleich minus 3. Denn minus 3 plus 3 ergibt auch 0. Demzufolge habe ich die Gleichung schon gelöst. Das ging relativ leicht und einfach. Jetzt noch ein bisschen scheinbar schlimmeres Gerät. Beispiel 2x mal, ich lasse mir jetzt eine Gleichung einfallen, irgendeine. 2x minus 8 und das Ganze soll 0 sein. Erste Lösung ist wieder leicht. x01 ist 0. Ne, denn 2 mal 0 ist 0 mal, egal was danach kommt, das bleibt so. Zweite Lösung muss ich so rangehen, dass ich sage, 2 mal x02 minus 8 soll 0 sein. Und das mache ich jetzt wieder mit Regiestrich, wenn mir das nicht sofort auffällt. Also plus 8, 2x02 ist dann 8, ne, 0 plus 8, und teile durch 2 und demzufolge ist x02 gleich 4. Schwupp, auch gelöst. Ja, jetzt finde ich, sollten wir Folgendes machen, und zwar derlei Gleichungen, die stehen ja nicht gerne so da. Die stehen einfach nicht gerne so da mit Klammern. Wir wissen, dass wenn diese Klammerform auftritt, dass es relativ leicht zu lösen ist, sondern wir machen jetzt eine kurze Pause und wir werden folgende Ausdrücke mal ausmultiplizieren, und zwar x plus 1 in Klammern mal x plus 2 in Klammern ist gleich 0. Ich möchte jetzt eine andere Form, und zwar eine quadratische Gleichung, sagt man dazu. Ich erinnere nochmal, macht euch Bögen dran, was ihr multipliziert.
Also x mal x ist x Quadrat, x mal 2 ist 2x, weil ich ja positive 2 habe, plus 1 mal x ist plus x und 1 mal 2 ist 2. Zusammengefasst ergibt es aber 3x. So, ich schreibe euch ein paar Aufgaben an und ihr multipliziert die mal aus und dann machen wir mal was damit. Mal sehen. Also Beispiel, x minus 7 mal in Klammern x plus 8 ist gleich 0. Wir möchten eine andere Form. Oder 3x mal x plus 17 ist gleich 0 und wir möchten die andere Form haben. So, ich mache kurz Pause. So, ihr müsst es entsprechend fertig haben. Ich mache es, obwohl ich ein bisschen Mathe kann. Ich mache auch diese Striche dran. X mal x ist x Quadrat. X mal plus 8 ist plus 8x. Minus 7x. Minus 56 ist gleich 0. Das ist meine neue Form der Gleichung. Jetzt muss ich 3x mal x nehmen. Das ist 3x Quadrat. Und 3x mal 17. 3 mal 17 ist 51x. Warum? 3 mal 10, 3 mal 7 zusammengerechnet. Frage? Moment. Natürlich, wir können das entsprechend zusammenfassen. Das heißt also x Quadrat und jetzt zählen wir die 8x und die minus 7x zusammen als x. Minus 56 ist gleich 0. Das hatte ich jetzt vergessen. Genau, danke. Richtig. Man fasst immer so weit wie möglich zusammen. Gut. Ich hoffe, ihr habt es auch so. Tja. Wie kann man diese Gleichung, wenn sie in der Form vorliegt, lösen? Hier, diese, ich mache es wieder bunt, diese hier, die ist relativ einfach zu lösen. Und jetzt zeige ich ein Verfahren, das nennt sich Ausklammern. Das heißt, ich muss das wieder in diese Richtung bringen. Welche Terme stecken in beiden drin? Welche Terme? Eine 3 und ein x steckt hier drin. Denn 51 ist durch 3 teilbar, weil die Quersumme 6 ist. Wenn die Quersumme durch 3 teilbar ist, dann ist die Zahl durch 3 teilbar. Also schreibe ich 3x heraus aus der Klammer und schreibe den Rest wieder rein. Dann bleibt hier ein x übrig und hier bleibt eine 17 übrig. Und dann habe ich wieder das gleiche wie da. So löst man die und sagt, na dann habe ich hier x01 ist das und x02 ist das. Das geht gleich. Aber was mache ich hier aus diesem Ding? Da gibt es einen Trick. Ich weiß nicht, ob ihr den erkannt habt. Schaut euch mal hier oben diese an. X plus 1 mal in Klammern x plus 2 ergibt x Quadrat plus 3x plus 2. Der Trick ist folgender, aber das werdet ihr später lernen. Anhand der 3, die 3 ergibt sich aus 1 plus 2. Und die 2 ergibt sich aus 1 mal 2. Man kann anhand dieser Position, hier, dieser gesamten und dieser, schon die Lösungen erraten. Nur mal ein Beispiel. Wir schnappen uns gleich dieses Beispiel. Diese Position, hier steht eine 1 davor. Und diese Position heißt minus 56. Das eine mal das andere, 1 mal 1 ist 1, aber wie komme ich auf die 56? Hier habe ich 1 plus 2. Hier muss ich also die eine Geschichte in der Klammer so lösen, dass ich sage, das ergibt irgendwas. Da hilft nur eins, ich muss mir hier was draus formen und ich muss sagen, das Produkt 56 könnte heißen minus 7 mal 8 oder plus 7 mal minus 8 oder minus 2 mal 28 oder. Also das wird eine Raterei. Allerdings werde ich mit der 2 und der 28 nicht klarkommen, was die 1 betrifft. Hier lässt sich es relativ einfach machen, indem ich sage, Moment, das probiere ich mal aus. Minus
Indem ich zum Beispiel sage, 7 mal minus 8, wenn ich die zusammenzähle, 7 und minus 8, habe ich minus 1 raus. Das funktioniert nicht, also muss ich es umdrehen und komme dann minus 7 plus 8 ist 1. Ja, das stimmt, die 1 ergibt sich hier, hier diese. Also kann ich sagen, jawohl, plus 8 und kann die Gleichung so wieder auslösen. Aber das ist ein Trick, der kommt später dran, das ist bloß mal, um darauf hinzuweisen, was man alles damit anstellen kann mit so einer quadratischen Gleichung. Gut, eine andere Variante ist, dass ich diese Gleichungen wesentlich schneller löse, als dass ich mir immer diese, na, was sind sie? Diese komischen Bögen hier ran machen muss, hier diese. Wenn ich nämlich den Sonderfall habe, und das kann durchaus passieren, dass die Gleichungen so heißen, und zwar in Klammern x plus 1 mal in Klammern x plus 1, dann heißt das nichts anderes. Gleicher Faktor mal gleicher Faktor ist Faktor zum Quadrat. X plus 1 in Klammern zum Quadrat. Ich habe das schon rhythmisch gesprochen. Da gibt es die sogenannte binomische Formel, die da heißt, ich schreibe sie mal in rot darunter, a plus b in Klammern zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Und davon abgeleitet, weil ja die Variablen nicht immer x oder y oder a oder b heißen müssen, kann ich sagen, Moment mal, dann ist das mein a und diese 1 ist das b. Dann schreibe ich die Formel einfach so, dass ich sage, das hier vorne muss ich quadrieren, ist x Quadrat plus 2 mal x mal, 2 mal x mal 1, die 1 lasse ich weg, plus 1 zum Quadrat ist 1. Warum ist das so? Wir probieren es mal aus, ob das überhaupt stimmt. Das heißt, wir leiten diese binomische Formel mal her. Jetzt mache ich wieder diese Bögen dran. X mal x, x Quadrat. X mal 1 plus x. Einmal x plus x. Einmal 1 plus 1. Zusammengefasst 2x. Das Schicke ist, das Gleiche funktioniert auch, aber wie gesagt, die beiden Klammerausdrücke müssen gleich sein. Das Gleiche funktioniert auch mit dem Minus. Wenn ich zum Beispiel x minus 2 mal in Klammern x minus 2 habe, dann kann ich das gleiche Verfahren anwenden, so wie hier auch. Ich sage, das ist genauso wie x minus 2 in Klammern zum Quadrat. Also, das ergibt x Quadrat minus, Achtung jetzt, 2 mal 2 ist 4 mal x und minus 2 mal minus 2, das hier ergibt plus 4, das hier. Das heißt also, diesen Umweg mit diesen entsprechenden Strichen und dann zusammenfassen, den muss ich mir gar nicht machen. Ich kann mit Hilfe der binomischen Formeln ganz einfach Ausdrücke leichter darstellen. Man sagt hier gerne, das ist die erste binomische Formel und das ist die zweite. Da die sich beide aber nicht weit unterscheiden, mache ich mal Folgendes. Ich schreibe einfach hier, na, mache ich es doch in hell, ich schreibe einfach hier ein Minus rein und habe hier eine allgemeine erste, zweite binomische Formel und muss mir da nicht extra andere Wortlaute merken. Die dritte binomische Formel sieht so aus, die ist leicht. Dritte binomische Formel entsteht aus Folgendem, und zwar x plus 1 mal in Klammern x minus 1. Und das ist x Quadrat minus 1. Die dahinter steckt, ich schreibe es in rot, ist in Klammern a minus b mal in Klammern a plus b, wobei ich durchaus vertauschen kann, entweder vorne steht das Plus und hinten die Minusklammer, ganz egal, ist a Quadrat minus b Quadrat. Ich verzichte jetzt darauf, hier wieder diese Bögen ranzumachen und das nochmal darzustellen, das kann jeder zur Übung alleine tun. Gibt es bis dahin Fragen oder kann ich erstmal Pause machen? Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Ich mache mal kurz Pause. Es kam noch mal die Frage, also die Bitte, ob ich die dritte binomische Formel auch mal so darstellen kann und meinetwegen auch die erste und zweite. Wenn da nicht bloß eine einzelne Zahl und ein einzelner Buchstabe drin steht, also vom Typ, nehmen wir Beispiel, die erste, oh, nee, das gefällt mir nicht, das machen wir im Dunkeln. 3x plus, ja, 15 in Klammern zum Quadrat.
Jetzt muss ich alles quadrieren, und zwar die 3 und das x auch. Die 3x zum Quadrat ergibt 3 mal 3 ist 9, x mal x ist x Quadrat. Achtung, jetzt geht der ganze Kram weiter. Das Plus hier, das kann ich abschreiben. Das ist dieses. Und ich kann dann sagen, gut, 3x mal 15 sind 45x. Achtung, die 2 nicht vergessen, 45 mal 2 ist 90. Und dann diese, das x noch dazu. Und hier hinten kommt grundsätzlich ein Plus, denn ich kann auch, wenn ich Minus mal Minus nehme, nur ein Plus erwarten. 225. Das gleiche angewandt auf die dritte binomische Formel. Ich hätte jetzt hier auch ein Minus schreiben können, dann hätte ich hier ein Minus gehabt, das ist egal. Jetzt die dritte. 12x minus 14 y, ich setze sogar noch ein y mit rein, mal in Klammern. 12x plus 14 y. Achtung, bei dieser Form muss ich immer aufpassen. Stehen wirklich auch die gleichen Ausdrücke in den Klammern? Wenn das so ist, dann kann ich sagen, 12 mal 12 ist 144 und x Quadrat kommt dazu. Und jetzt 14 mal 14 ist 196 und y mal y ist y Quadrat. Also die Buchstaben mitnehmen grundsätzlich. Das braucht man dann. Ein grundsätzlicher Nutzen für die erste binomische Formel ist, wenn ich mal schnell im Kopf ein Quadrat ausrechnen muss. Ich mache das mal anhand von 25 Quadrat. Dann splitte ich die 25 in 20 plus 5 in Klammern zum Quadrat. So, wenn ich hier wieder mein a, also hier ist mein a, hier ist mein b, ein Plus, dann kann ich die gleiche Formel wieder anwenden und kann sagen, 20 mal 20 ist 400. Plus, Achtung, 20 mal 5 ist 100 mal 2, die 2 darf ich nie vergessen, plus 200 dazu und 5 mal 5 ist 25. Das kann man im Kopf noch relativ leicht rechnen, das sind dann also 625. Das wäre ein typischer Nutzen, aber ein ganz anderer Nutzen kommt noch später in den höheren Klassen, wenn es um quadratische Gleichungen geht. Aber was passiert, wenn? So habe ich mir das hier in meinem Skript aufgeschrieben. Was, wenn Folgendes passiert? Was ist, Komma, wenn? Was ist, wenn da steht, beispielsweise, es steht eine Formel da, die heißt x² plus 8x. Das ist gar nichts. Und ich möchte aber diese Formel gerne überführen in diese Klammerform. Später werdet ihr wissen, dass das die sogenannte Scheitelpunktsform ist, weil es um quadratische Gleichungen geht. Tja, da muss ich jetzt zum Schwindeltrick greifen, und zwar, ich schwindle einfach was dazu. Das in Rot. Achso, Moment. Erster Schritt, ich gucke mir an, lässt sich hier vorne das a-Quadrat leicht mit der Wurzel wieder auf ein a zurückführen? Ja, das wäre in diesem Fall x. Das Plus kann ich abschreiben. Und jetzt geht's los. Jetzt muss ich mir überlegen, wie kriege ich denn, ich schreibe nochmal a Quadrat plus 2ab hin. Hier steht mein 2ab. 8x besteht also aus 2ab. Das heißt, ich muss 8x durch 2 teilen und durch a teilen. Wenn ich aus 2ab das b übrig behalten will, b ist gleich, muss ich sagen, ich muss den ganzen Ausdruck durch 2a teilen. Dann habe ich b übrig. Also, habe ich durch 2a geteilt, aber hier, Achtung, habe ich gerade einen Fehler gemacht. Das a heißt ja nicht a, sondern das heißt ja x. Also muss ich durch 2, das ist diese 2 hier, und durch x teilen, das ist dieses x. Das kann ich kürzen, x durch x ist 1, x durch x ist 1, 2 durch 2 ist 1 und 8 durch 2 ist 4. Mit anderen Worten, ich habe hier hinten eine 4 drin stehen. Ich male die mal einfach hier drüber. Hier steht eine 4 drin. Ja, so einfach geht das aber nicht. Ich kann nicht einfach sagen, ich habe das jetzt eingeklammert und gut ist. Denn die linke Seite ist noch lange nicht so wie die rechte. Also muss ich aus der 4 hier ein b-Quadrat schwindeln. Und damit der Schwindel aber nicht wirklich mathematisch ins Gewicht fällt, muss ich den Schwindel wieder abziehen. Achtung, vorsichtig. Von hier bis hier, von hier bis hier ist der Klammerausdruck. Und das hier, das ist das, was übrig ist. Und das muss aber auf beiden Seiten stehen, sonst klappt es nicht. Das nennt sich quadratische Ergänzung.
Also was ist, wenn ein Ausdruck dasteht, der aussieht wie eine binomische Formel und ich möchte ihn gern per binomischer Formel überführen, dann schwindle ich mir zu Anfang, zu Anfang geht es noch, da kann ich, das a kann ich noch ermitteln, das plus kann ich abschreiben, aber dann muss ich aus 2ab, hier in diesem Fall heißt 8x 2ab, muss ich b draus machen. Das kann ich, indem ich durch 2 und durch a teile, ne? So wie hier beschrieben. Dann habe ich b ist alleine. So, nennt sich quadratische Ergänzung und ich setze jetzt noch einen drauf. Was ist, aber das kommt später, das ist jetzt nicht so gefährlich. Ich mache das mal ein bisschen heller. Wenn da gestanden hätte, x² plus 8x ja, plus 7. Welch Ärger. Wenn das so dasteht, dann und ich möchte das in eine Klammer überführen, dann muss ich was anderes machen. Dann muss ich die 7 ganz einfach nochmal weiter nach hinten schreiben, wenn ich die Aufgabe aus dem Buch abgeschrieben habe. Und ich mache dann weiter wie bisher. Ich sage, naja, gut, diesen Platz, den lasse ich mir, weil ich dann nämlich was dazu schreibe. Wir ahnen es schon, aus x² mache ich x, das Plus schreibe ich ab, hier mache ich eine 4 draus, so wie alles wie oben beschrieben, deswegen habe ich die gleiche Formel genommen. Plus 16, aha, in Klammern zum Quadrat, plus 16 und minus 16, damit der Schwindel nicht auffällt. Jetzt nochmal in Rot dargestellt, das hier bis hierher ist mein Klammerausdruck. Aber das hier muss ich noch zusammenfassen, indem ich sage, das hier minus 16 plus 7 ist minus 9. Dann geht das auch. Aber das kommt später. Ich wollte es nur nochmal dargestellt haben, damit letzten Endes auch höhere Klassen nochmal wissen, wie ich drauf komme. Letztes Unterthema der ganzen Geschichte ist Ungleichungen. Ungleichungen sind sehr leicht. Ungleichungen behandle ich, als wenn es Gleichungen wären. Ich fange nochmal eine neue Seite an. Ungleichungen. Was ist also, wenn ein größer als oder ein ist gleich, darf ich ja in diesem Fall gar nicht nehmen, ne? Oder ein kleiner als dasteht. Beispiel x plus 4 ist größer als 7. Was muss ich machen? Ich mache nichts weiter als einen Regiestrich und sage, ich versuche das so hinzukriegen, dass x alleine steht, also minus 4. Dann bleibt x hier alleine und das 7 minus 4 ist 3. Alle Zahlen, die größer als 3 sind, erfüllen diese Gleichung. Man gibt das gerne auch so an, weil das ja auch nicht nur ganze Zahlen sind, sondern durchaus irgendwelche rationalen Zahlen, also auch Kommazahlen, negative Kommazahlen, dass man eine Lösungsmenge angibt und man sagt, in diesem Fall alles, was größer als 3 ist, also nehme ich zum Beispiel, wenn ich mich auf ganze Zahlen beziehen will, einfach 4, 5, Punkt, Punkt, Punkt. So geht es. Das wäre eine Variante. Soll uns jetzt aber im Moment nicht so interessieren, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wir probieren mal, was passiert, wenn da steht, x minus 4 ist größer als 7. Auch nichts weiter, es passiert gar nichts. Mit plus 4 kriege ich das weg und x muss größer als 11 sein. Die Probe kann man leicht machen. Wenn ich die Zahl 12 einsetze, 12 minus 4 ist 8, also ist es größer als 7, dann erfüllt das die Gleichung. Aber ein Trick, den müssen wir uns merken, was ist, wenn da steht, minus x plus 4 soll größer als 7 sein. Naja gut, im Moment passiert noch nicht viel. Ich nehme die 4 wieder rüber, indem ich sage minus 4. Dann steht aber minus x auf der einen Seite, soll größer als 3 sein. Vorsichtig, wir wollen ein echtes x haben. Das heißt, wenn ich irgendwie ein negatives x dastehen habe, nehme ich beide Seiten mal minus 1. Minus mal minus ergibt plus. Ich habe also ein echtes x, ein positives x, ein natürliches x. Und hier steht dann minus 3. So, und jetzt wird es spannend, denn jetzt müssen wir aufpassen. Wenn das passiert, wenn ich mit einer negativen Zahl, egal ob das minus 1, minus 7 oder minus 588 Millionen ist, wenn ich mit einer negativen Zahl multipliziere oder dadurch dividiere, ändert sich das Vorzeichen. Das heißt, das dreht sich um. Darauf müssen wir Acht geben. Aber warum? Das sollten wir mal ausprobieren. Wir machen die Probe. Alle Zahlen, die kleiner als minus 3 sind, ich erinnere nochmal an den Zahlenstrahl. Hier ist die 0, minus 1, 2, 3. Hier ist minus 3.
Alle Zahlen, die hier liegen, die erfüllen die Gleichung. Probieren wir es mal aus mit minus 4. Wenn ich hier zur Probe einsetze, minus 4, dann muss ich sagen, minus 4 plus die olle 4 hier abgeschrieben, soll größer als 7 sein. Stimmt das? Minus minus ergibt plus 4. Plus 4 ist 8. Aha, das stimmt. Wenn ich das vergesse und das größer als Zeichen so stehen ließe, dann wäre die Gleichung falsch. Das ist der einzige Haken beim Ungleichunglösen. Ansonsten wird alles genauso gemacht wie beim Gleichunglösen. Da gibt es gar keine Frage. Also das muss man sich merken. Da gibt es auch keine Eselsbrücke, jedenfalls habe ich noch keine gefunden. Einfach merken, bei Ungleichungen, Multiplikation mit einer negativen Zahl oder Division durch eine negative Zahl, ich könnte hier auch sagen, durch minus 1, das ging auch, das wäre das Gleiche, etwas durch 1 dividieren oder mal 1 nehmen, lässt an sich alles übrig, aber das Vorzeichen wechselt und bei Ungleichung wechselt auch hier unser Relationszeichen. Gut, ich bin soweit fertig. Und machen wir kurz Pause. Es kam nochmal die Frage, woher kommt denn diese 7 her, hier diese? Das rührte daher, dass die Originalaufgabe, oh, das wäre ein bisschen dick, dass die Originalaufgabe hieß x² plus 8x plus 7. Wenn die so im Buch steht und ich soll die lösen, dann sage ich mir, diese 7 passt ja überhaupt nicht dazu. Dann schiebe ich die nach hinten, damit ich hier diesen Platz habe. Hierfür, daher. Die Originalaufgabe hieß 8x plus 7. Gut, ich gehe nochmal darauf ein. Wenn ich dann also quadratisch ergänzt habe, so wie hier oben schon, ich habe extra eine Aufgabe genommen, die der gleicht, hier oben stand gar nichts. Die plus 16 und minus 16 habe ich dazu geschwindelt. Die schwindle ich auch hier dazu. Der plus 16 und minus 16 ist eigentlich kein Verbrechen, es ist 0. Aber das Rote ist das, was eingeklammert ist. Und übrig bleibt minus 16 plus 7 und das ist minus 9. Daher kommt das. War noch eine Frage? Keine. Gut.